sind Oberaufseher Kemp. Für die uneigennützigen Dienste des Ordens zu Dank verpflichtet. Aber ein Kabelwerkzeug kann ich glaube ich sowieso so einsetzen. Naja, genau. Das ist also jetzt schon mal manipuliert, dass ich da durch kann. Andere hingegen nicht. Achtung, Bürger von Dunwall! John Clavering Boulevard wurde zur eingeschränkten Verkehrszone erklärt. Alle Bürger müssen dort mit einer Durchsuchung oder Festnahme durch die Stadtwache rechnen. Würde ich das essen wollen? Ja, das würde ich in der Tat. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Liebster? Bist du es, mein geliebter Ehemann? Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Meine Güte, schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen, aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie, und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein! Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage! Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Aber sicher, Schätzelein. Mach auf, Großmutter! Ich mach das aber anders. Ja, das würde ich in der Tat. Echt auch. Wir wollen die Wäsche abholen. Sie ist aber auch nicht dumm. Mach's doch besser. Wir holen dein Geld, Großmutter. Wir verschwenden unsere Zeit. Wie viel kannst du schon haben? Sie verdient ihr Geld im Müll. Lass uns halt trinken. Meine Kehle ist so trocken wie eine Wüste. Hat 80 Jahre gewühlt. Die muss was gefunden haben. Was du auch hast. Slackjaw kriegt seinen Tag. Hä? So. Holen wir uns diesen Kerl. Wow. Los, Rattengesicht. Ich weiß, dass du hier bist. Der dritte. Eins, zwei. Wurde der dritte gerade schon von Ratten gefressen? Alter, echt jetzt?
scheint schon weggefressen zu sein. Also so schnell konnte ich jetzt auch nicht reagieren. Dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Oh, mein Lieber, ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Mein tapferer Held. Hör zu, ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich bekam es vom Outsider und jetzt gebe ich es dir. Nur zu, es ist oben, auf der Kommode. Du wirst damit eine feine Figur schnitzen. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Jeder wollte eine Einladung. Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute traurig. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Ich hoffe, dir gefällt das kleine Geschenk, das ich dir geholt habe. Das ist das Mindeste, was ich dir für deine Hilfe geben kann. Ich kann diese Bottle Street Kinder nicht ausstehen. Rohlinge, jeder von ihnen. Faules Obst. Und dieser Slackjaw ist der schlimmste von allen. Da fällt mir ein, du kannst noch etwas für mich tun. Noch einen Gefallen. Und ich gebe dir noch ein Geschenk. Noch eine hübsche Rune, aus den Knochen eines toten Wals geschnitzt. Du erinnerst dich an meinen Arzt, mein Lieber? Dr. Galvani. Was für ein schlauer Mann. Er hat alle möglichen Ratteninnereien und Krankheitserreger in seinem Labor. Wäre es nicht schade, wenn etwas davon in die Elixiervorräte der Bottle Street Gang gelangen würde? Verdient hätten sie's. Kümmere dich darum, Lieber. Ich finde noch ein Geschenk, so schön wie das erste. Galvani wohnt auf dem Clavering Boulevard. Jedenfalls früher. Das waren noch Zeiten. Und jetzt los. Meine kleinen Vögelchen haben Hunger. Meine Schätzchen. Alles klar. Sie hat ein bisschen was an der Klatsche. Sie sind scheu. Du musst gehen, sonst kommen sie nicht. So, erstmal auf die Dächer der Stadt. Und hier gibt's noch was zu holen. Ja, der ist anscheinend nicht weit gekommen in seiner Aufgabe. Achtung, Bürger von Dunwall! Folgende Geschäfte wurden aufgrund von solchen Erregern geschlossen und vom Staat beschlagnahmt: Barrows Barbershop and Surgery, The Duke and Dancer Alehouse, Merritt's Vintage Store, Pennyworth Tech and Saddle Emporium. Und die Smoke Street Dice Hall. Erzählungen eines Walfängers, Band 1. Schöne Sache.